Oder ein anderes Beispiel dafür ist, wenn jemand das Wort Talaq, Talaq, was Scheidung bedeutet, wenn er das ausspricht, beispielsweise sagt zu seiner Frau, Talaqtuki. In der Scharia, in der Fachsprache der Scharia, ich nenne das mal Fachsprache, in der Fachsprache der Scharia wird das Wort At-Talaq grundsätzlich, wenn das jemand hört, vordergründig geht das sofort, bezieht sich das sofort auf die Ehe, die Auflösung der Ehe. Aber rein linguistisch in der Sprache, arabisch, in der arabischen Sprache linguistisch, bedeutet, kann das auch heißen, etwas frei machen, etwas erlösen, etwas befreien. Das Wort Talaq, rein sprachlich. Was ist, wenn jetzt ein Mann behauptet, er sagt zu seiner Frau, Talaqtuki, und das wird dann, die streiten sich darüber und das wird vor Gericht gebracht und dann sagt er, ich habe damit nur gemeint, dass ich sie befreit habe, nicht, dass ich sie scheiden wollte oder dass ich dich geschieden habe. Grundsätzlich wird das nicht akzeptiert. Aber wenn es wirklich Indizien dafür gibt, die bekräftigen, dass diese Absicht wirklich realistisch sein kann, dann wird es akzeptiert. Beispielsweise, sie war in Fesseln und er hat sie dann befreit. Oder sie war irgendwo stecken geblieben und er hat sie befreit und dann nachdem er sie befreit hat, sagt er, Talaqtuki, ich habe dich sozusagen befreit. In diesem Fall ist es klar, die Indizien sprechen dafür, dass er das tatsächlich beabsichtigt haben kann. Ja, aber grundsätzlich, wenn eine Person, die bei Bewusstsein ist, geschlechtsreif ist und bei Verstand ist, und weiß, was das Wort Talaq bedeutet und zu ihr seiner Frau sagt, Talaqtuki, dann ist sie auch geschieden. Ein Mann willigt Khul'a zu und sagt im Nachhinein, er habe nicht Scheidung beabsichtigt. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Thalathatun jidduhunna jidd wa hazluhunna. Nein, in diesem Fall nicht. Weil das Wort, wenn die Frau zu ihm sagt, meistens passiert es ja in einem Kontext von einem Konflikt oder von einer gewissen unschicklichen Lage zwischen beiden. Und wenn die Frau zu ihm sagt, hier, khali'ni, das heißt sozusagen, trenne dich von mir im Sinne der Khul'a, und dann er sagt, ich akzeptiere das, oder Khala'tuki, erwidert das Wort, das kann nicht anders interpretiert werden. Und außerdem auch der Kontext, in dem das Ganze stattfindet, spricht ja dafür. Was ich gerade sagen wollte, der Prophet sagt, drei Dinge sind im Ernst ernst und auch im Spaß sind sie ernst. Drei Dinge sind im Ernst ernst und auch also mit einer nicht ernsten Absicht ernst. Und er nannte unter anderem den Al-Nikahu Mut-Talaq, die Ehe und die Scheidung. Wenn ein Mann auf Spaß zu seiner Frau sagt, du bist geschieden, um sie zu ärgern, oder einfach nur aus Spaß, diese Aussage ist verbindlich. Hier gibt es nichts zu spaßen.